Wir begeben uns hier auf eine ganz seltsame mathematische Reise, und zwar auf den Weg zu den komplexen Zahlen. Zuerst kurze Erinnerung, als wir damals diese Gleichung gelöst haben, ax² plus bx plus c gleich 0, sind wir wie folgt vorgegangen. Zuerst haben wir alles durch a geteilt, wir wussten und wissen immer noch, dass wir das dürfen, denn a ist nicht 0. Wäre die Zahl a 0, dann wäre das gar keine Gleichung zweiten Grades, sondern ersten Grades. Also durften wir hier durch a teilen und dann haben wir bei b auf a noch durch 2 geteilt und wieder mit 2 multipliziert, um dann die quadratische Ergänzung vorzunehmen. Das heißt, wir ergänzen dieses Binom zweiten Grades durch diesen Term, damit die drei Terme zusammen ein perfektes Quadrat ergeben. So hatten wir aber dieses Quadrat hinzugefügt, mussten es also sofort wieder abziehen, um die Gleichung nicht zu ändern. Die drei ersten Terme zusammen ergeben dann dieses Quadrat und dieses Quadrat haben wir rechts rüber gesetzt, so wie auch c auf a und diese beiden Brüche haben wir dann noch gleichnamig gemacht. Da die Diskussion, die jetzt folgt, von diesem Zähler abhängt, haben wir ihm einen besonderen Namen gegeben. Wir nennen diese Zahl b² minus 4ac die Diskriminante der Gleichung zweiten Grades und bezeichnen diese mit Delta. Das führte so zu drei möglichen Fällen. Entweder die Zahl Delta ist 0 oder sie ist streng positiv oder sie ist streng negativ. Wenn diese Zahl Delta 0 ist, dann bedeutet das, dieser Bruch hier ergibt 0 geteilt durch 4a², also 0. Die Gleichung, Klammer im Quadrat gleich diesem Bruch, führt also zu Klammer im Quadrat gleich 0. Und das Quadrat einer Zahl kann nur dann 0 sein, wenn die Zahl selbst 0 ist. Das heißt, wir fanden hier eine einzige Lösung, x plus b auf 2a gleich 0, das heißt x gleich minus b auf 2a. Wenn die Zahl Delta streng positiv ist, dann können wir in dieser Gleichung hier das Quadrat rechts rübersetzen, dann wird das da zu plus minus Quadratwurzel. Jetzt setzen wir noch b auf a rechts rüber und so hatten wir dann diese zwei Lösungen gefunden. Und in dem Fall, wo Delta streng negativ ist, haben wir gesagt, das Quadrat einer reellen Zahl kann unmöglich gleich sein zu einer streng negativen Zahl. Denn wenn Delta streng negativ ist, dann muss der ganze Bruch streng negativ sein, weil 4a² ja streng positiv ist. Streng negativ geteilt durch streng positiv macht streng negativ. Und hier haben wir dann geschlussfolgert, dass es keine reelle Lösung x geben kann. Jetzt werden wir das ändern, und zwar mit einer seltsamen Idee. Stellen wir uns vor, es landet ein UFO. Aus dem UFO heraus kommt ein seltsames Wesen, und dieses seltsame Wesen landet jetzt auf der Erde. Dieses seltsame Wesen I stellt sich vor und sagt, hallo, ihr reellen Zahlen, ich bin eine imaginäre Zahl. Ich komme von einem fernen Planeten, auf dem es imaginäre Zahlen gibt und ich bin die Einheit dieser imaginären Zahlen. Ich bin so, dass wenn man mich mit mir selbst multipliziert, findet man eure reelle Zahl minus 1. Viele Mathematiker haben sich gedacht, was soll denn jetzt dieser Blödsinn? Aber auch Mathematiker forschen, also in dem Fall, wo Delta streng negativ ist, könnte man dieses Delta auch schreiben, minus 1 mal minus Delta. Das minus Delta ist streng positiv und minus 1 ist das Quadrat von i. Also führt diese Gleichung hier zu dieser da. Das Delta haben wir geschrieben in dieser Form.
minus 1 mal minus Delta. Und jetzt können wir dieses Quadrat rechts rübersetzen, denn die Quadratwurzel von minus Delta kann man jetzt berechnen. Wir sind ja in dem Fall, wo Delta streng negativ ist, also ist minus Delta streng positiv. Und somit führt diese Gleichung also zu dieser da. X plus b auf 2a macht plus minus i mal Quadratwurzel von minus Delta auf 2a. Jetzt setzen wir noch diesen Bruch rechts rüber und erhalten so als Lösungen dieser Gleichung, in dem Fall, wo Delta streng negativ ist, diese zwei Zahlen. Minus b geteilt durch 2a plus minus Quadratwurzel aus minus Delta geteilt durch 2a mal dieses seltsame i, dessen Quadrat minus 1 ergibt. Diese Zahl ist selbstverständlich eine reelle Zahl. Die Quadratwurzel aus minus Delta geteilt durch 2a ebenfalls. In dem Fall, wo Delta streng negativ ist, hat die Gleichung zweiten Grades, also zwei Lösungen, und zwar der a, m plus p mal i und m minus p mal i, wo m und p reelle Zahlen sind. Die Rechnung mit plus ergibt hier eine reelle Zahl plus reelle Zahl mal i, also m plus p mal i, und die Rechnung mit minus ergibt eine reelle Zahl minus reelle Zahl mal i, also m minus p mal i. M und p sind reelle Zahlen und i ist dieses seltsame außerirdische Wesen, dessen Quadrat minus 1 ergibt. Solche algebraische Gebilde nennt man komplexe Zahlen. Eine komplexe Zahl ist also ein algebraischer Ausdruck der Art m plus p mal i, mit m und p reelle Zahlen und i Quadrat gleich minus 1. M minus p mal i wird allgemein nicht berücksichtigt, denn m minus p mal i kann man ja auch schreiben m plus minus p mal i. Also ist das hier die allgemeine Form einer komplexen Zahl. Die Zahl m, die da vorne steht, diese reelle Zahl, nennt man den Realteil von dieser komplexen Zahl. Und die Zahl, die i multipliziert, das ist auch eine reelle Zahl, die nennt man Imaginärteil dieser komplexen Zahl. Die Menge aller komplexen Zahlen wird mit c bezeichnet, c so mit einem Doppelstrich geschrieben. Wir haben also jetzt eine neue Menge von solchen algebraischen Gebilde mit der Idee, dass i Quadrat minus 1 ergibt, die man komplexe Zahlen nennt. Jetzt arbeiten wir ein wenig mit diesen komplexen Zahlen. Die Zahl i hat sich so vorgestellt. Sie sagt, auf meinem Planeten der komplexen Zahlen arbeitet man genauso wie ihr hier auf der Erde mit den reellen Zahlen. Wir addieren so. Man nehme eine komplexe Zahl m plus p mal i, eine zweite komplexe Zahl r plus s mal i und wir addieren genauso wie auch ihr. M addiert sich mit r, m plus r. Pi addiert sich mit si, indem man das i ausklammert, genau wie hier auf Erde. Die Addition von zwei komplexen Zahlen ergibt also diese komplexe Zahl, die m plus r als Realteil hat und p plus s als Imaginärteil hat. Um zwei komplexe Zahlen miteinander zu multiplizieren, geht man genauso vor wie auf Erden. Man wendet hier die doppelte Distributivität an. M mal r steht da. M mal si steht da hinten. Ms mal i. Dann Pi mal r steht da hinten, Pr mal i. Nur bei diesen zwei i-Termen wurde das i schon sofort ausgeklammert. Und dann bleibt noch Pi mal si. Das ergibt P mal s mal i, also Ps i Quadrat. I Quadrat ist aber minus 1, also ergibt das minus Ps.
Um diese zwei komplexen Zahlen also miteinander zu multiplizieren, erstellt man diese komplexe Zahl, deren Realteil mr minus ps ist und deren Imaginärteil ms plus pr ist. Das braucht man aber nicht auswendig zu lernen. Das ergibt sich aus der einfachen Rechnung der doppelten Distributivität, in der berücksichtigt wird, dass i² minus 1 ist. I stellt sich weiter vor und sagt, wenn man eure 0 mit mir multipliziert, dann findet man eure 0. Die 0 ist das vertilgende Element der Multiplikation in den reellen Zahlen, aber auch bei komplexen Zahlen. Und wenn man i hoch 0 berechnet, findet man die 1. Das bedeutet also, dass man in der Menge C genauso rechnet wie in der Menge R, außer eben, dass man diese seltsame Idee hier berücksichtigen muss. Wir rechnen jetzt aufeinanderfolgende Potenzen von i. I hoch 0 ergibt 1, das ist hier so definiert. I hoch 1 ergibt selbstverständlich i. I hoch 2, das ist diese seltsame Idee. I im Quadrat ergibt minus 1. Um i hoch 3 zu rechnen, rechnen wir also i Quadrat mal i hoch 1. Das heißt, minus 1 mal i. Das ergibt dann minus i. I hoch 4, das ist i hoch 3 mal i. Also macht das minus i mal i. Also minus i Quadrat. I Quadrat ist aber minus 1. Minus i Quadrat ergibt also 1. Man könnte auch sagen, i hoch 4 ist dasselbe wie i Quadrat im Quadrat. Also minus 1 im Quadrat, das heißt 1. I hoch 5 ergibt dann i. I hoch 6 ergibt dann wieder minus 1. Und so weiter und so fort. Bei der Division in der Menge C berücksichtigen wir zuerst, dass m minus p mal i die konjugierte Zahl von m plus p mal i ist. Also wir haben eine komplexe Zahl m plus p mal i. Wenn man den Imaginärteil der komplexen Zahl entgegengesetzt nimmt, dann sagt man, man habe diese komplexe Zahl konjugiert. Um in der Menge C eine Division vorzunehmen, multipliziert man Zähler und Nenner mit der konjugierten Zahl des Nenners, weil eine komplexe Zahl multipliziert mit ihrer konjugierten Zahl, das ergibt diese reelle Zahl. Überprüfen wir das. Wir wenden hier die doppelte Distributivität an. M mal m, das macht m². M mal minus pi, das ist minus mpi. Pi mal m, das macht plus mpi. Somit streichen die zwei i-Termen sich weg. Und dann bleibt noch pi mal minus pi, das macht minus p Quadrat mal i Quadrat. I Quadrat ist aber minus 1. Also macht das minus p Quadrat mal minus 1, das heißt plus p Quadrat. Das Produkt einer komplexen Zahl mit ihrer konjugierten Zahl ergibt also eine reelle Zahl. Und wegen dieser Eigenschaft geht man bei der Division in der Menge C so vor. Schauen wir in einem Beispiel. Wir möchten diese komplexe Zahl durch diese da teilen. Hier wird angegeben, man solle Zähler und Nenner mit der konjugierten Zahl von dem Nenner multiplizieren. Im Nenner steht jetzt a minus b mal a plus b. Entweder wir rechnen das mit der doppelten Distributivität oder sofort mit der binomischen Formel a minus b mal a plus b macht a Quadrat minus b Quadrat. Also 3 im Quadrat minus 5i im Quadrat, also 9 plus 25. Und oben wenden wir die doppelte Distributivität an. Das heißt, 3 plus 5i plus 6i plus 10i Quadrat. I Quadrat ist aber minus 1, also minus 10. Diese Rechnung führt also zu dieser komplexen Zahl, deren Realteil dieser da ist und deren Imaginärteil dieser da ist. Die konjugierte Zahl einer komplexen Zahl Z
wird mit z und einem kleinen Strich oben drüber bezeichnet. Nennen wir das einfach z'. Sie sind nun da, diese komplexen Zahlen. Unsere Reise durch die Zahlenmengen hatte eigentlich begonnen mit der Menge n, Menge der natürlichen Zahlen, wie 0, 1, 2, 3 und so weiter. Diese Menge wurde dann erweitert zur Menge der ganzen Zahlen, um zum Beispiel negative Temperaturen zu beschreiben. Minus 5, minus 7, aber die ganzen Zahlen enthalten auch die natürlichen Zahlen, 0, 1, 2, 3 und so weiter. Diese Zahlenmenge Z wurde später noch erweitert durch die Menge Q, Menge aller rationalen Zahlen, das heißt aller Zahlen, die man im Bruch von zwei ganzen Zahlen schreiben kann. Und diese Menge der rationalen Zahlen wurde noch erweitert durch die Menge der reellen Zahlen. Es gibt nämlich auch noch Zahlen, die man nicht in Form eines Bruches zweier ganzen Zahlen schreiben kann, wie zum Beispiel Quadratwurzel von 2 oder auch die Zahl Pi. Und diese Menge R wird nun auch noch erweitert durch die Menge C, die Menge der komplexen Zahlen. Diese Menge enthält die Menge aller reellen Zahlen, denn wenn man bei einer komplexen Zahl als Imaginärteil die 0 nimmt, dann heißt die komplexe Zahl m plus 0 mal i. 0 mal i ergibt aber 0. Also wäre diese komplexe Zahl dann gleich zur reellen Zahl m. Deshalb enthalten die komplexen Zahlen auch alle reellen Zahlen. Alle reellen Zahlen sind alle komplexen Zahlen, die als Imaginärteil 0 haben. Für all diese Zahlenmengen gilt also, n ist eine Teilmenge von z, z ist wiederum Teilmenge von q, q ist Teilmenge von r und r wiederum ist eine Teilmenge von c. In dieser Menge c, Menge der komplexen Zahlen, gibt es den Fundamentalsatz der Algebra, der besagt, jede Gleichung n-ten Grades hat in der Menge C genau n Lösungen mit ihrer Vielfältigkeit gezählt. Das bedeutet zum Beispiel, dass diese Gleichung 6. Grades, denn wir haben hier z² mal z hoch 1, das macht z hoch 3, mal z hoch 3, das macht z hoch 6, diese Gleichung 6. Grades hat genau 6 Lösungen. Die Lösung I, Vielfältigkeit 2, also nehmen wir die Lösung I zweimal, das bedeutet hier mit ihrer Vielfältigkeit, und die Lösung minus I nehmen wir dreimal. Die Vielfältigkeit der Lösung minus I ist 3. Diese Gleichung 6. Grades hat also 6 Lösungen, I, 9i, 1, minus i, noch ein minus i und noch ein minus i. Wir nehmen diesen Lehrsatz hier ohne Beweisführung an, man kann ihn aber sehr wohl beweisen, der Beweis von diesem Lehrsatz ist aber sehr, sehr lang. Ein Mitstudent von mir hatte damals diesen Beweis mal ganz detailliert aufgeschrieben und dazu hatte er 30 Seiten gefüllt. Reisen wir weiter durch diese Welt der komplexen Zahlen. Wie rechnet man Quadratwurzeln in C? Legen wir los mit einem Beispiel. Wir rechnen Quadratwurzeln von 5 plus 12i. Das bedeutet also, wir suchen komplexe Zahlen z, deren Quadrat 5 plus 12i ergibt. Durch den Fundamentalsatz der Algebra wissen wir schon, diese Gleichung muss zwei Lösungen haben. Legen wir los. Seien z x plus y mal i mit x und y reelle Zahlen. Wir schreiben die unbekannte Zahl z also so und unsere Unbekannten werden jetzt die Zahlen x und y, die real sind. Unsere Gleichung hier wird zu dieser da. X plus y mal i im Quadrat gleich 5 plus 12i. Wir suchen x und y, zwei reelle Zahlen. Dieses Quadrat auf der linken Seite rechnen wir aus durch die binomische Formel a plus b Quadrat, das macht a Quadrat, steht da, plus b Quadrat,
Y Quadrat mal I Quadrat, wo I Quadrat minus 1 ist, das macht minus Y Quadrat. Und dann noch plus das Doppelprodukt 2XY mal I ist gleich zu dieser Zahl. Diese komplexe Zahl ist gleich zu dieser komplexen Zahl. Das geht natürlich nur dann und genau dann, wenn die Realteile der zwei komplexen Zahlen gleich sind und wenn die Imaginärteile der komplexen Zahlen gleich sind, woraus wir also schließen, x² minus y² muss 5 sein und 2xy muss dasselbe sein wie 12. Wir schließen daraus dieses Gleichungssystem. Die Realteile sind gleich, das führt zur ersten Gleichung. Und die Imaginärteile 2xy und 12 sind gleich, das führt zu dieser Gleichung. Und jetzt lösen wir dieses Gleichungssystem in der Menge R. Denn hier geht es nur noch um reelle Zahlen. Legen wir los. Die erste Gleichung haben wir einfach abgeschrieben. Und die zweite Gleichung haben wir nach y aufgelöst. Wir sind auch sicher, dass wir hier durch x teilen dürfen, denn x kann hier unmöglich 0 sein. Wäre x 0, dann wäre dieses Produkt hier 0 und nicht 12. Dieses Gleichungssystem führt also zu diesem hier, indem wir y durch diesen Bruch ersetzt haben. Diese Gleichung hier machen wir gleichnamig, das heißt wir setzen alles auf x², lassen diesen gemeinsamen Nenner dann fallen. Und somit führt das zu dieser biquadratischen Gleichung, die als Lösungen für x² 9 und minus 4 hat. Da x aber eine reelle Zahl ist, ist x² gleich minus 4 unmöglich in der Menge R. Also bleibt noch x² gleich 9 und y gleich 6 auf x. Diese Gleichung führt zu zwei möglichen reellen Lösungen, und zwar 3 und minus 3, was bedeutet, wir haben zwei Fälle. Wenn x 3 ist, dann ist y 6 geteilt durch 3, also 2. Wenn x 3 ist und y 2 ist, dann haben wir als komplexe Lösung gefunden, x, das heißt 3, plus y, das heißt 2 mal i, also 3 plus 2 mal i, erste Lösung. Jetzt kommt der zweite Fall, wenn x minus 3 ist. Das führt dann genau auf dieselbe Art zur Lösung minus 3 minus 2i. Übrigens, wir können diese Lösungen selbstverständlich überprüfen, indem wir z in der Anfangsgleichung durch die beiden Lösungen ersetzt. Wenn man diese Zahl im Quadrat rechnet, findet man effektiv 5 plus 12i, so soll es ja auch sein, und für die zweite Lösung ebenfalls. Es bleibt natürlich immer noch die Frage, was soll das Ganze? Forschen wir einfach etwas weiter. Man könnte eine Zahl z gleich x plus i mal y in einem Bezugssystem der Ebene durch diesen Punkt P mit Koordinate xy grafisch darstellen. Schauen wir mal, was das bedeutet in einigen konkreten Beispielen. Dazu schalte ich hier das Gitternetz ein. Wenn wir zum Beispiel die Zahl z plus 3i haben, dann könnte die in dieser Ebene dargestellt werden durch den Punkt mit Koordinate 2, 3. Dieser Punkt P mit Koordinate 2, 3 stellt also diese komplexe Zahl 2 plus 3 mal i dar. So könnte man auch sagen, der Punkt P mit Koordinate 1 minus 2 stellt in dieser Ebene die komplexe Zahl 1 minus 2 mal i dar. Oder auch diese Zahl z gleich minus 3, das ist die komplexe Zahl minus 3 plus 0 mal i, wird also in der Ebene durch den Punkt mit Koordinate minus 3, 0 dargestellt. Der Punkt 0, 4, der stellt selbstverständlich die Zahl 4i dar. Die Zahl i selbst kann geschrieben werden als 0 plus 1 mal i. Die wird also dargestellt durch den Punkt mit Koordinate 0, 1. Und um hier deutlich zu machen, dass das die Ebene ist,
in der solch eine komplexe Zahl durch einen Punkt dargestellt wird, wie gerade beschrieben, ersetzt man diese Einheit 1 durch i, weil dieser Punkt hier ja die Zahl i darstellt. So entsteht die sogenannte komplexe Ebene, ich definiere, die mit einem orthonormierten Bezugssystem OE1, E2 versehene Ebene, in der die Zahl z gleich x plus iy durch den Punkt P mit Koordinate x, y dargestellt wird. Diese Ebene heißt komplexe Ebene. Man nennt sie auch die Gaußsche Ebene zu Ehren des deutschen Mathematikers Carl Friedrich Gauss. Da alle reellen Zahlen in der komplexen Ebene auf der x-Achse gezeichnet werden und da alle Vielfache von i auf der y-Achse gezeichnet werden, nennt man die x-Achse die Realachse, da sind alle reellen Zahlen auf der x-Achse, und die y-Achse nennt man die Imaginärachse, weil sich ja dort alle Vielfache von i befinden. Übrigens, statt einen Punkt p mit der Koordinate xy zu beschreiben, könnte man diesen Punkt auch mit den Polarkoordinaten beschreiben, r, phi. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir sofort, dass die Abszisse x gleich sein muss zu r Cosinus von phi und die Ordinate y, die muss gleich sein zu r Sinus von phi. Also x, das ist r cos phi und y, das ist r sin phi. Deshalb können wir diese komplexe Zahl also auch noch so schreiben, r cos phi plus i mal r sin phi. Hier klammert man dann noch das r aus und zwischen Klammern bleibt dann dieser algebraische Ausdruck Cosinus von phi plus i mal Sinus von phi. Für diesen algebraischen Ausdruck cos phi plus i sin phi hat man eine Abkürzung vorgesehen, und zwar c i s von phi. Cos phi plus i sin phi schreibt man kürzer sis phi. Eine komplexe Zahl kann also so in algebraischer Form geschrieben werden oder auch so in trigonometrischer Form, denn sis phi ist ja cos phi plus i sin phi. Deshalb nennt man diese Schreibweise für die komplexe Zahl z die trigonometrische Schreibweise. R sis phi ist also die trigonometrische Form der Zahl z. R wird Betrag der Zahl z genannt und so bezeichnet. Phi ist das Argument der Zahl z. Wir wissen auch, dass der Betrag r nichts anderes ist als die Quadratwurzel aus x² plus y² durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Auch wissen wir, wie bei den Polarkoordinaten, dass der Winkel phi Arcustangens von y geteilt durch x sein muss. Wir erläutern das Ganze jetzt durch ein konkretes Beispiel, dazu mache ich aber hier Verschiedenes weg. Nehmen wir die Zahl z gleich 1 minus Wurzel 3i, die hier in der komplexen Ebene durch diesen Punkt dargestellt wird. Wir wissen, dass r Wurzel aus x² plus y² sein muss. Das schreiben wir schon mal dahin. R ist also 1 Quadrat plus minus Wurzel 3 im Quadrat unter der Wurzel, also 1 plus 3 macht 4, Quadratwurzel aus 4 ist 2. Und somit wissen wir, dass der Betrag von dieser komplexen Zahl 2 sein muss. Dieser Punkt befindet sich also auf dem Kreis mit Zentrum 0, 0 und Radius 2. Tut er auch. Jetzt noch der Winkel phi. Wir wissen, dass der Tangens von phi y geteilt durch x sein muss, also minus Wurzel 3. Daraus schließen wir, dass der Winkel phi Arcustangens von minus Wurzel 3 sein muss, also minus pi Drittel. Der Winkel phi ist also dieser da, stimmt in der Zeichnung alles schön überein. Die komplexe Zahl z gleich 1 minus Wurzel 3i
wird also so in der komplexen Ebene dargestellt und kann so trigonometrisch geschrieben werden. Diese Zahl ist also dasselbe wie 2 Sis minus Pi Drittel. Das kann man schnell überprüfen, indem man 2 Sis minus Pi Drittel ganz einfach ausrechnet. Weil Sis ist ja Cos plus I mal Sin. Also rechnen wir das hier mal aus. Der Cosinus von minus Pi Drittel, das schauen wir in der Zeichnung, aber Vorsicht, hier hat man Tendenz, den blauen Kreis als trigonometrischen Kreis anzusehen. Deshalb ist es ratsam, den trigonometrischen Kreis mit einzuzeichnen. Der blaue ist nicht der trigonometrische. Der braune, das ist der Einheitskreis. Der Cosinus von minus Pi Drittel ist also die Abszisse von diesem Punkt, das heißt ein halbes. Und der Sinus von minus Pi Drittel ist die Ordinate von diesem Punkt, das heißt minus Quadratwurzel von 3 halbe. Das können wir da einsetzen. Jetzt wird noch mit 2 multipliziert und effektiv erhalten wir, dass 2 Sis von minus Pi Drittel dieselbe Zahl ist wie 1 minus Wurzel 3 mal i. Es bleibt immer noch die Frage, was soll das Ganze überhaupt? Aber forschen wir ganz einfach etwas weiter. Im Moment halten wir fest, wir haben diese seltsame Idee, dass i² minus 1 sein soll. Eine komplexe Zahl z kann immer so geschrieben werden, x plus i mal y, wo x und y reelle Zahlen sind. In der komplexen Ebene wird diese komplexe Zahl durch den Punkt P mit Koordinate xy eingezeichnet. Und wenn man dann über die Polarkoordinaten R, Phi geht, dann stellt man fest, dass man solch eine komplexe Zahl auch so in trigonometrischer Form schreiben kann. Wie multipliziert man denn jetzt 2 komplexe Zahlen, wenn sie in diese Form geschrieben werden? Das geht ganz einfach so. Erste komplexe Zahl wird trigonometrisch geschrieben, die zweite ebenfalls. Um diese 2 komplexen Zahlen miteinander zu multiplizieren, genügt es, die Beträge zu multiplizieren und die Argumente zu addieren. So eine Multiplikation in der Menge C ist also auf eine Multiplikation in der Menge R und eine Addition in der Menge R zurückzuführen. Beweisen wir diese Formel. Wir multiplizieren Z1 mit Z2, also multiplizieren wir R1 Sis Phi 1 mit R2 Sis Phi 2. R2 setzen wir sofort nach vorne und ersetzen Sis Phi 1 durch Cos Phi 1 plus I sin Phi 1 und Sis Phi 2 durch Cos Phi 2 plus I sin Phi 2. R1, R2 da vorne gehen wir nicht mehr dran, die brauchen wir ja da. Wir werden das hier jetzt ausrechnen durch die doppelte Distributivität. Cos Phi 1 mal Cos Phi 2 plus Cos Phi 1 mal I sin Phi 2 plus I sin Phi 1 mal Cos Phi 2 plus I sin Phi 1 mal I sin Phi 2. Aber das I mal dieses I, das ergibt minus 1. Und das berücksichtigen wir hier sofort in dieser Rechnung. Jetzt schauen wir, was zwischen Klammern steht. Hier steht Cos Phi 1 Cos Phi 2 und dahinter steht minus Sin Phi 1 Sin Phi 2. Wenn man also diese 2 reellen Zahlen zusammenpackt, erkennt man sofort die Additionsformel für den Cosinus. Cosinus von Phi 1 plus Phi 2, das ist Cos Phi 1 Cos Phi 2 minus Sin Phi 1 Sin Phi 2. Der Realteil in der Klammer ergibt also Cos Phi 1 plus Phi 2. In den Imaginärteilen klammern wir ein I aus und zwischen Klammern steht dann Sin Phi 1 Cos Phi 2 plus Cos Phi 1 Sin Phi 2. Das ist genau der Sinus von Phi 1 plus Phi 2. Durch die trigonometrischen Additionsformeln finden wir also hier zwischen Klammern Cos von dieser Summe plus I mal Sin von dieser Summe, das heißt Sis von dieser Summe. Bei der Division funktioniert es so ähnlich. Um diese komplexe Zahl durch diese zu teilen, teilt man den Betrag von der ersten durch den Betrag von der zweiten und subtrahiert
die Argumente. Der Beweis funktioniert ähnlich wie der vorige. Z1 geteilt durch Z2, das ist dieser Bruch. Wir schreiben diesen Bruch zuerst einmal trigonometrisch aus. R1 auf R2 lassen wir da vorne stehen, weil wir den Bruch ja da brauchen. Hier wird diese komplexe Zahl durch diese geteilt. Und um diese Division vorzunehmen, soll man ja Nenner und Zähler mit der konjugierten Zahl des Nenners multiplizieren. Das ist hier gemacht. Oben wenden wir die doppelte Distributivität an. Unten könnte man das auch machen oder man wendet an a plus b mal a minus b macht a Quadrat minus b Quadrat. Egal wie man es macht, auf jeden Fall findet man als Nenner cos Quadrat von Phi 2 plus sin Quadrat von Phi 2, das heißt 1, Grundformel der Trigonometrie. Und im Zähler können wir jetzt wieder die Realteile zusammensetzen. Wir finden cos Phi 1 cos Phi 2 plus sin Phi 1 sin Phi 2, das ist der Cosinus von Phi 1 minus Phi 2. In den Imaginärteilen können wir i ausklammern und zwischen Klammern finden wir sin Phi 1 cos Phi 2 minus cos Phi 1 sin Phi 2. Das ist der Sinus von Phi 1 minus Phi 2. Somit ist diese Formel auch bewiesen. Kommen wir nochmal auf die Formel der Multiplikation zurück. Um also zwei komplexe Zahlen miteinander zu multiplizieren, genügt es, ihre Beträge miteinander zu multiplizieren und ihre Argumente zu addieren. Genau diese Eigenschaft werden wir jetzt bei Potenzen anwenden. Starten wir mit einer komplexen Zahl z, z gleich r sis phi, und multiplizieren diese Zahl z mit sich selbst. Z mal z, das heißt z Quadrat, ergibt also durch diese Formel hier r mal r, also r Quadrat, mal sis von phi plus phi, das heißt 2 phi. Z mal z ergibt also r mal r mal sis von phi plus phi. Z Quadrat ist r Quadrat mal sis von 2 phi. Wenn wir jetzt z Quadrat mit z multiplizieren, erhalten wir z hoch 3. Laut dieser Formel ergibt das r hoch 3 mal sis von 2 phi plus phi, also 3 phi. So, z hoch 3 ergibt r hoch 3 mal sis 3 phi. Anscheinend können wir das immer so weitermachen. Z hoch 4 ergibt dann also r hoch 4 mal sis 4 phi. Beweisen wir das per vollständiger Induktion. Wir nehmen also an, dass unsere vermutete Formel stimmt für die natürliche Zahl n und werden beweisen, dass die dann auch stimmt für die darauffolgende Zahl n plus 1. Z hoch n plus 1, das ist selbstverständlich z hoch n mal z hoch 1. Z hoch n kann aber so geschrieben werden und diese Zahl z kann so geschrieben werden. Dann tun wir das auch. Wir haben also hier z hoch n, das ist dieses Produkt, steht da, mal z, z ist dieses Produkt, steht da. R hoch n mal r, das ist r hoch n plus 1. Und sis n phi mal sis phi, durch die Multiplikationsformel, ergibt das sis von n phi plus phi. Dieses Produkt hier vorne ergibt r hoch n plus 1. Und hier zwischen Klammern können wir phi ausklammern. Zwischen den Klammern bleibt dann noch n plus 1. Und somit haben wir bewiesen, dass diese vermutete Formel hier auch für n plus 1 funktioniert. Also stimmt unsere Formel. Und somit haben wir z hoch n gleich r hoch n mal sis von n mal phi. Indem wir dieses Produkt hier noch hoch n berechnen, erhalten wir also r hoch n mal sis hoch n von phi gleich r hoch n mal sis von n mal phi. Und das für jede beliebige komplexe Zahl r sis phi. Woraus wir also schließen können, dass sis hoch n von phi dasselbe sein muss wie sis von n mal phi. Das ist eine ganz seltsame Formel. Es sieht hier so aus, als könnte dieses n einfach darunter rutschen.
Man nennt das aber nicht die Runterrutschformel, sondern man nennt das offiziell die Formel von de Moivre, zu Ehren dieses Mathematikers Abraham de Moivre. Es stellt sich immer noch die Frage, was soll das Ganze überhaupt? Aber forschen wir einfach etwas weiter, irgendwie macht es ja Spaß. I² ist minus 1, eine komplexe Zahl wird algebraisch so und trigonometrisch so geschrieben und wir haben gerade als zusätzliche Erkenntnis die Formel von de Moivre gewonnen. Wie berechnet man andere Wurzeln in C, wie zum Beispiel Kubikwurzeln, vierte Wurzeln und so weiter? Das wird hier anhand von diesem Beispiel erläutert. Wir lösen die Gleichung z hoch 3 gleich minus 8i. Der Fundamentalsatz der Algebra besagt, dass diese Gleichung in der Menge C drei Lösungen hat. Um die herauszufinden, gehen wir wie folgt vor. Wir schreiben die Zahl z sowie auch die Zahl minus 8i in trigonometrischer Form zuerst einmal. Minus 8i in der komplexen Ebene sehen wir sofort die trigonometrische Form, denn ein i ist die Einheit nach oben auf der y-Achse und minus 8i liegt also um 8 Einheiten nach unten auf der y-Achse. Nehmen wir mal an, das wäre da. Der Betrag von minus 8i ist der Abstand zwischen diesem Punkt und dem Ursprung O, also 8. Und das Argument, das ist dieser Winkel, minus Pi halbe. Wenn jemand 3 Pi halbe bevorzugt, ist auch okay, funktioniert. Also hier, die Zahl minus 8i wird über die komplexe Ebene sofort in trigonometrischer Schreibweise gebracht. Das machen wir auch für die Zahl z. Über die komplexe Ebene wissen wir, dass man z in diese Form schreiben kann. Okay, daraus schließen wir also, dass unsere algebraische Gleichung trigonometrisch so aussieht. Wir lösen jetzt diese Gleichung. Zuerst mal wird hier alles hoch 3 genommen, also haben wir r hoch 3 mal sis hoch 3 von phi. Diese 8, das ist 2 hoch 3. Mal sis von minus pi halbe. Diese 3 darf durch die Formel von de Moivre einfach runterrutschen und wird dann hier das phi multiplizieren. Somit finden wir also r hoch 3 mal sis von 3 phi gleich 2 hoch 3 mal sis von minus pi halbe. Diese zwei komplexen Zahlen können nur dann und genau dann gleich sein, wenn r dasselbe ist wie 2, und wenn 3 Phi gleich ist zu minus Pi halbe plus 2k Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. R muss also gleich 2 sein und der Winkel 3 Phi muss gleich zu diesem Winkel plus 2k Pi sein mit k ganzer Zahl, weil Sinus und Cosinus beide periodisch sind mit der Periode 2 Pi. Darauf schließen wir also, dass r 2 ist und indem wir hier noch durch 3 teilen, finden wir als mögliche Phi-Werte minus Pi Sechstel plus k mal 2 Pi Drittel. Nicht vergessen, k muss eine ganze Zahl sein. Und das führt dann zu den drei Lösungen von dieser Gleichung. Um die drei Lösungen herauszufinden, gehen wir über die gaußsche Ebene, zeichnen schon mal ein, dass alle drei Lösungen sich auf den Kreis mit Zentrum 0, 0 und Radius 2 befinden müssen. Vorsichtshalber zeichnen wir auch den trigonometrischen Kreis ein und schauen jetzt die erste Lösung. Dafür ersetzen wir hier drin das k schon mal durch 0. Wenn k 0 ist, entfällt dieser Term und phi ist minus pi Sechstel. Z1 ist dann also 2 mal sis von minus pi Sechstel. Den Winkel minus pi Sechstel zeichnen wir in der gaußschen Ebene ein und dann führt das sofort zu diesem Punkt, der die erste Lösung darstellt. 2 sis von minus pi Sechstel. 2 sis von minus pi Sechstel. Wenn man dann sis von minus pi Sechstel ersetzt durch
Cosinus von minus pi sechstel plus i mal Sinus von minus pi sechstel, dann findet man sehr schnell die algebraische Form dieser Zahl. Es ist Wurzel 3 minus 1 mal i. Wurzel 3 minus i. Die zweite Lösung finden wir, indem wir hier drin k durch 1 ersetzen. Tun wir das? Wenn wir k durch 1 ersetzen, dann ist phi gleich zu minus pi sechstel plus 2 pi drittel, was dann sofort zu sis von pi halbe führt. Cosinus von pi halbe plus i mal sinus von pi halbe, das macht i. Also führt diese Lösung hier sofort zu diesem Punkt 2 mal i. Der Winkel ist pi halbe, also zeichnen wir hier den Winkel pi halbe ein, nehmen dann den entsprechenden Punkt auf dem blauen Kreis mit Radius 2 und in der gaußschen Ebene erkennen wir hier sofort, dass z2 2 mal i sein muss. Wir müssen das also nicht unbedingt ausrechnen, das kann man auch in der gaußschen Ebene ablesen. Genau dasselbe eigentlich für die dritte Lösung. Wenn wir für k1 einsetzen, dann finden wir sis von 7 pi sechstel in der gaußschen Ebene eingezeichnet, kann man auch den Wert von dieser Zahl z3 sehr schnell ablesen. Übrigens, diese drei Lösungen verteilen sich in der gaußschen Ebene schön als gleichseitiges Dreieck. Dieses gleichseitige Dreieck entsteht eigentlich hier, indem man diese Gleichung durch 3 geteilt hat. So entsteht hier dieser Bruch 2 Pi Drittel, der k mal genommen wird. Sobald man also die erste Lösung hat, addiert man 2 Pi Drittel von hier aus plus 2 Pi Drittel, da sind wir da, plus 2 Pi Drittel sind wir da, plus 2 Pi Drittel da, plus 2 Pi Drittel da und so stößt man immer wieder auf diese drei Punkte, die die drei Lösungen in der komplexen Ebene darstellen. Stünde hier z hoch 4, dann würden die Lösungen sich alle vier auf einem selben Kreis befinden und würden sich als Quadrat verteilen. Stünde hier z hoch 6, auch dann wären alle Lösungen auf demselben Kreis und würden sich auf ein regelmäßiges Sechseck verteilen. Es stellt sich immer noch die Frage, was soll das Ganze überhaupt? Aber mittlerweile fängt es an Spaß zu machen, in dieser Menge C weiter zu forschen. Also forschen wir noch ein bisschen, so wie der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler es gemacht hat. Er hat versucht, eine Verbindung zwischen diesen fünf ganz besonderen Zahlen 0, 1, Pi, E und i herauszufinden. Er hat die Entwicklungen der drei Funktionen e hoch x, cos x und sin x nochmal zur Hand genommen und hat hier die komplexe Zahl i mit eingefügt. Da man ja in der Menge C genauso arbeitet wie in der Menge R, außer eben, dass man berücksichtigen muss, dass i² minus 1 ist, schlussfolgerte Euler daraus, dass man aus dieser Funktionenentwicklung das hier schließen darf. E hoch xi ergibt diese Entwicklung, in der wir überall das x ersetzen durch i mal x. So. Und jetzt schauen wir uns diese Entwicklung etwas genauer an. Die 1 ist eine reelle Zahl. Hier steht i hoch 1, das macht i, die ist imaginär. Hier steht i hoch 2, das macht minus 1. Also steht hier minus 1 mal x² geteilt durch Fakultät von 2. Die ist real. Die nächste, hier steht i hoch 3, das macht minus i. Die ist wieder imaginär, diese ist wieder real, diese imaginär und so weiter. Euler hat dann mal alle reellen Zahlen zusammengeschrieben, alle Imaginärzahlen ebenfalls und hat da das i ausgeklammert. Und dann hat er festgestellt, dass diese Summe hier
nichts anders ist als die Entwicklung vom Cosinus. Und die Summe, die hier zwischen Klammern steht, das ist nichts anders als die Entwicklung vom Sinus. Und so konnte er daraus schlussfolgern, dass e hoch i mal x genau dasselbe sein muss wie Cosinus von x plus i mal Sinus von x. Aber genau diese Zahl cos x plus i sin x, die haben wir sis von x genannt. Woraus wir also schlussfolgern können, dass sis von x nichts anderes ist als e hoch i mal x. Halten wir diese Erkenntnis hier fest, sis von phi ist also nichts anderes als e hoch i mal phi. Mit dieser neuen Erkenntnis werden wir jetzt nochmal zwei komplexe Zahlen miteinander multiplizieren, indem wir dieses sis in Exponentialform schreiben und dieses ebenfalls. Da wir in der Menge c arbeiten können wie in der Menge r, dürfen wir auch hier unsere Potenzformeln anwenden, die sofort ergibt, dass e hoch i phi 1 mal e hoch i phi 2 dasselbe ist wie e hoch i phi 1 plus i phi 2, wo wir also das i ausklammern können. Und wenn wir das dann wieder in trigonometrische Schreibweise bringen, dann haben wir hier einen wunderbaren, sehr kurzen Beweis dafür, um zwei komplexe Zahlen miteinander zu multiplizieren, multiplizieren wir die Beträge miteinander und addieren wir die Argumente. Bei der Division geht es ähnlich. Diese komplexe Zahl geht halt durch diese da. Wir schreiben diese komplexe Zahl zuerst in Exponentialform, diese da ebenfalls. Wir dividieren die Beträge und durch die Eigenschaften der Potenzen werden diese Exponenten subtrahiert. Dann klammern wir noch das i aus und erhalten sofort unsere Formel zur Division zweier komplexen Zahlen in trigonometrischer Form. Dank dieser schnellen Exponentialform. Jetzt schauen wir noch die Formel von de Moivre. Sis hoch n von phi, das ist ja dasselbe wie sis von phi, das Ganze hoch n. Sis von phi ist aber e hoch i phi. Also ergibt das hier e hoch i phi hoch n. Die Exponenten dürfen miteinander multipliziert werden und somit finden wir einen sehr schnellen Beweis für die Formel von de Moivre. Wenn man also eine komplexe Zahl z in Exponentialform schreibt, dann werden diese drei Formeln hier evident. Der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler muss sich sehr gefreut haben, als er herausgefunden hatte, dass e hoch i mal pi plus 1 genau gleich 0 ist. Durch diese Erkenntnis hier kann man auch sehr schnell beweisen, dass der Cosinus von x gleich zu diesem Bruch ist und dass der Sinus von x gleich zu diesem Bruch ist. Trotzdem bleibt immer noch die Frage, was soll das Ganze eigentlich, was sollen wir eigentlich damit? Es hat sich dann später herausgestellt, dass man durch die komplexe Zahlen eine wunderbare Verbindung zwischen zwei ganz verschiedenen Bereichen der Mathematik gefunden hat. Und zwar zwischen der Trigonometrie und der Kombinatorik. In einem späteren Tutorial werden wir diese Verbindung zwischen Trigonometrie und Kombinatorik herstellen. Es hat sich auch gezeigt, dass die komplexen Zahlen sehr interessant sind bei Berechnungen in Wechselstromkreisen. Auch finden die komplexen Zahlen Anwendung bei der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Sogar bei der Quantenmechanik von Max Planck. Von sehr großer Bedeutung sind die komplexen Zahlen bei der Auflösung von Differentialgleichungen geworden, wie zum Beispiel bei Schwingungsvorgängen, wie hier gezeigt. Die komplexen Zahlen sind praktisch in den Wissenschaften gar nicht mehr wegzudenken und deshalb können wir dieses Menschen hier jetzt endlich ersetzen durch dieses Menschen. Es hat sich herausgestellt, dass die komplexen Zahlen
die Arbeit der Wissenschaftler eigentlich sehr vereinfacht.